Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute die Draußen-Resi. Als ich das Erklärungsvideo gemacht habe mit Anfänger und Profi-Scooter, wo da der Unterschied ist, habe ich gefragt, ob ihr Bock auf jeden Fall hier auf ein Video habt mit dieser großen Draußen-Resi. Und ey, wirklich ganz, ganz viele haben Hashtag BigResi in die Kommentare geschrieben. Deswegen, Freunde, heute das gewünschte Video. Wir sind hier draußen bei der großen Resi. Alex, kannst du ja mal filmen. Wir haben uns hier versammelt. Und Freunde, natürlich, ich bin nicht allein. Hinter der Kamera ist Alex. Da kommt gerade Dean. Hi. Dann haben wir noch Danny und Kiran. Wir werden heute ein paar Clips machen. Hier über die Box einfach mal so ein Video, ein paar Tricks machen. Na, wie geht's? Hi. Ich habe meine Schoner geholt. Was soll ich machen? Hi. Hi. Nee, ich fahre ein bisschen überfordert. Freunde, auf jeden Fall, wir haben hier jetzt, weil ihr bestimmt denkt, was ist das hier? Das ist so ein Sonnensegel, dass die Resi halt möglichst irgendwie im Schatten ist, weil schwarze Plane, selbst hier im Schatten, es ist lauwarm einfach. Ja, weil Alter, diese, oh mein Gott. Das wäre das nämlich kochend heiß. Ja, Freunde, ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr abonniert erstmal meinen Kanal, aktiviert die Glocke und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich jetzt mal sagen, Kiran! Los, mach den ersten Sprung hier, ohne Cut! Ich bin hier noch nie runtergefahren! Dann jetzt! Okay! Ah! Oh Gott! Kicklist direkt! Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar Clips. Nehmt euch mit einfach und ja, Freunde, let's go! Ich hoffe, ihr hört mich! Also, erster Sprung. Ich bin echt länger diese Rampe nicht mehr gefahren, weil das Wetter immer so blöd war. Hier geht das Rip. Erster Trick. Oh. Erst ein bisschen einfahren. Okay, Dean, hast du Bock? Yes. Okay, Freunde, Dean ist der Nächste. Zweiter Trick. Oh, bisschen einfahren. Okay, Alex, ich würde sagen, du kurz jetzt mal einen Trick. Ich call dir mal ein Triple Kickless. Ein Triple Kickless? Ja, Mann. Alter. Scheiße. Komm auf, first try. Ja, safe. Felix, first try. Puh, ich versuch's mal. Ah. Ah, mein Arsch ist fast verbrannt. Oh, es war so heiß. Ey, das Ding ist, die Resi, hier ist halt Sonne. Ah. Oh, das ist. Ich glaube das nicht, das ist richtig heiß. Das ist dadurch auch so weich, deswegen bin ich so nach hinten gefallen. Ah, okay. Nochmal, leider nicht fürs Try. Oh Mann, ey, ist so ärgerlich. Aber second try. Okay, second try. Ich würde mal sagen, wer hat Bock noch? Ich mach Worlds first. Ja, ich mach Trick. Okay, Danny hat Bock. Okay, Freunde, jetzt kommt Danny. Hau mal was raus. Alter! Ui! Das ist so traurig, der First Try. Alter, was ist das denn? Mein Tona! Okay, der war noch nicht so geplant, wie gedacht. Vielleicht geht er aber nochmal. Also, Janni macht jetzt ein Inward Kickless. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Okay. Und Janni, bist du bereit? Ja. Let's go. Oh. Ah, der war schon knapp. Oh. Also muss man ehrlich sagen. Ah, ich bin übelst über den Roller gefallen. Ah, das ist wirklich warm, ne? Ich muss da pusten, ich muss kurz klarkommen. So, Dean, hast du noch einen Trick? Ich versuch mal was. Ich glaube nicht, dass ich den schaffe, aber ich versuch mal was. Pass auf. Okay, also er versucht was. Falls ihr es nicht gehört habt, er versucht was. Mal schauen, ob er es schafft. Ich bin gespannt. Ich stelle mich jetzt auch mal hier daneben. Boah. Boah, Freunde, das ist echt heftig. Aber Inward Kickless wird auf jeden Fall jetzt noch gestanden. Boah, ob das was wird. Oh mein Gott. Boah. Okay, da war nicht ganz was. Schade. Ich hab mir so in die Hose geschissen. Ich dachte, ich krieg's denken. Ja, aber da würde ich mich auf jeden Fall, wenn ich so hoch Backflip mache über diese Rampe, würde ich mich auch
einscheißen, ja, ne? Ich weiß nicht, ob man erkannt hat, was das werden sollte. Ich glaube nicht. Ich probiere es noch ein, zwei Mal. Mal gucken. Das Ding ist, bei mir, wenn ich da jetzt im Kätzchen, ne? Ich meine, ich fange ihn ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wenn ich lande, würde ich Heelwhip landen. Also muss ich theoretisch direkt einen Kickless machen, um halt nicht Heelwhip über die gesamte große Resi hier zu landen. Das ist echt schwerer, als ich dachte. Aber ich glaube nicht, dass er gut ist, oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube, das schaffe ich nicht, oder Alex? Ich weiß nicht. Die Möglichkeit besteht, weil du catchst ihn ja schon mal. Fangen kann ich ihn auf jeden Fall. Aber komm, Alex, mach du mal was. Ich mache mal kurz eine Pause. Mir tut der Rücken echt wieder weh. Okay, ich habe die Kamera übernommen, Jungs. Ich bin jetzt hier. Hey, wer von euch Lappen ist dran? Alles klar, ich krieg keine Antwort. Was? Janni ist dran, komm, zieh mal durch. Okay, Inward Kickless, zweiter Versuch. Inward Break Kickless, okay. Let's go. Oh! Ah, mein Knie. Digga, aber der sah gut aus. Mein Knie. Alter, es ist richtig das Haut. Einfach, ja, einfach die Haut. Darf ich ein bisschen davon mitnehmen? Unter den Schonern abgegangen. Wie geht das? Nein, wenn man halt richtig ballert, ne? Ja, ich glaube auch, weil die Haut wegen dem ganzen Schweiß schon so aufgeweicht ist, weißt du? Ja, das kann auch gut sein. Ja, auf jeden Fall, der war schon one foot, nur ein bisschen sketchy gezogen. Alle guten Dinge sind drei, oder? Ja, so ein Ding ist es. Dritter Versuch. Okay, Danny ist jetzt wieder dran mit seinem 360 Triple Bar hier über die ganze Box. Mal gucken, ob das was wird. Yo, 360 Box! Nein, den schaffst du. Okay, Dean wieder mit seinem Versuch. Was auch immer er machen will, irgendwelche Flip-Kombos. Ah, Double Whip! Ey, kannst du eigentlich ganz kurz, kannst du Flip Quad Whip? Ja. Ah, du kannst sogar Quint Whip, ne? Ganz kurz, für die Zuschauer. Ich hab hier eine Zecke. Ach du Kacke. Digga, da musst du echt aufpassen. Ja, die müssen wir gleich mal rausziehen. Eigentlich soll da noch ein Bar Whip hinter den Trick. Weißt du, was ich mir vorstellen kann, was du easy machen würdest? Aber der ist echt ein bisschen schwer. Triple Whip Bar könnte ich mir richtig gut vorstellen. Den habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Erstmal kümmere ich mich jetzt um die Zecke. Okay, Janni, du willst wieder? Dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Drück mir den Daumen. Ich drück sie ganz fest. Den Daumen nach oben unter dem Video. Hier runter. Ja. Oh! Alter. Alter. Warm up. Aber ich sag dir ehrlich, dritter Versuch, immer. So muss das. Alle guten Dinge sind drei, Freunde, ihr wisst es. Okay, Alex. Er war ja gerade eben die ganze Zeit in der Kamera. Er hat aber jetzt auch richtig Bock zu fahren. Was willst du machen? Ein Mounting Front Scoot. Ah! Ein Mounting Front Scoot, Alter. Okay, das ist krass. Gerade über so eine große Rampe. Wer weiß, wo der Roller halt hinfliegen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Oh! Ey, für den ersten Versuch war der richtig gut. Meine Schoner rutschen gar nicht. Also wenn man das sieht natürlich. Ich wollte gerade sagen. Das ist nur kaputt, ey. Und ich muss hier drauf irgendwie. Gott. Ey, aber für den ersten. Vielleicht wird der Second Try mal sehen. Also der Ansatz war eigentlich schon gut. Ne? Also ich fand es schon echt krass, Alter. Den hast du fast geschafft. Du hättest nur deine Füße runter machen müssen. Das war's. Ja, eigentlich schon. Oder vielleicht. Ja, ich muss den nochmal versuchen, auf jeden Fall. Komm, wir ziehen ihn nochmal durch. Erster Try, so, ne? Wollte gerade sagen, man muss mal ein bisschen chillen. Das ist dein erster Trick hier über die Rampe. Okay, was willst du machen? Eine 360-Kombo auf jeden Fall. Aha. Bar, Downhill. Bar am liebsten. Ich weiß nicht, ob ich so weit komme, deswegen strebe ich erst die Bar Downhill an. Ja, zieh mal durch. Mal schauen. Wow, 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 wow. Das ist immer das Sketchige nach dem Heel Whip, ne? Ja. Das Ding ist halt, ich war ein bisschen so in der Schräglage, sag ich jetzt mal. Deswegen, ja, hätte ich mich draufgestellt, irgendwie auf dem Roller wäre ich dann umgefallen, das wäre dumm. Ja, aber ich versuche auf jeden Fall nochmal einen Versuch. Okay, nächster Try, Nothing Front, ja? Oh mein Gott. Wow. Falsch abgesprungen. Bist du gar nicht abgesprungen? Gar nicht. Ach du Kacke. Ich bin irgendwie einfach zur Seite geflogen. Ich sag's dir ehrlich, ne? Alle guten Dinge sind drei. Das habe ich zu Janni auch vorhin gesagt. Das hoffe ich natürlich. Ne? Ja, mal schauen. Dann zieh mal weiter durch. Boah, schon wieder! Nein! Ey, Mann! Nein! Hat man das gesehen, dass ich dieses Deck einfach gar nicht bekommen habe? Nee, also das ist echt krass. Das sieht man echt dolle. Mist. Das Ding ist halt, man denkt halt so, ja, man, große Rampe, man hat voll viel Airtime. Das Ding ist halt drin, bei der kleineren Resi kann ich den viel besser, oder eigentlich immer. Nur hier ist man immer so hoch. Da hat man so viel zu viel Zeit. Ja, genau, man hat so viel Zeit, dass man dann halt manchmal, wenn man in eine Schräglage kommt, kann man es halt auch nicht mehr retten. Ja, das stimmt. So, ich weiß nicht. Okay, nochmal. Alle guten Dinge sind drei, ne? Haben wir immer gesagt. Ja.
doch nicht alle guten Dinge sind drei. Ach Mann. Aber ich muss den weiter versuchen. Ja, natürlich, du musst ihn vielleicht, also wenn es gut ist, schaffst du den heute noch. Ja, okay. Dritter. Da hat jemand die Judo-Rolle gemacht. Ja. Oh. Bam. Karate-Kiss. Spider-Man hat die ganzen Moves von mir gelernt. So ein Ding ist das, nämlich. Okay, oh Mann, der dritte Versuch war es leider nicht. Komm, ich mach noch einen vierten. Der muss sein, der wird auf jeden Fall, ich spüre es. Und dann kommt noch ein Trick. Okay, Freunde, vierter Try, vier steht für Lifestyle. Hm. Der wird. Ey Mann, es ärgert mich so. Was denn? Der war jetzt nämlich so leicht, da hätte ich den anderen Basspin noch ganz easy schaffen können. Ah! Mann, egal, ich habe ihn jetzt auf jeden Fall gemacht. So, ich mache jetzt noch eine Combo. Kieran, call mir was. Komm, ich bin heiß, ich will. Digga, wenn du wirklich heiß bist, dann will ich jetzt von dir ein Quad Rewind über die Box, Digga. Ein Quad Rewind? Ja, ein Quad. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Rewind. Zwei, drei, vier. Ja, so, genau so. Bitte nicht anders. Ich verzähl mich schon. Ich kann, du bist doch, ich kann nur bis drei zählen. Ah! So, Quad Rewind jetzt incoming. Bin mal gespannt. Digga, was? Hey, Digga. Hey, Digga, Kuhhaufen. Mann, ey, wie es jetzt noch anfühlt. Tick, 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 tick. Es hört sich auch genauso an. Wir sind Flipper gemacht. Ja. Oh, Mann. Arschbombe! Oh, das war so heiß. Ab da unten. Oh, oh mein Gott. Digga, aber das ist echt, jedes Mal landest du, ne? Ja, ich lande komplett, aber das Ding ist halt recht weich. Ich fliege halt immer voll hoch. Das stimmt. Der wievielte Versuch war das jetzt? Ich glaube, das war jetzt der vierte oder dritte. Nee, dritte, der zweite. Der zweite. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, vierten und jetzt bei zwei. Wait a minute. Digga, Alex hat auch schon ein paar Versuche, deswegen. Ja, das stimmt. Das war der zweite. Also, Freunde, wie ihr wisst, alle guten Dinge sind drei. Ja. Wir schneiden hier nichts raus. Alle Fades kommen immer mit rein. Weil, ich meine, ihr müsst halt auch sehen, ne, dass nicht immer alles First Try geht. Ja. Ich muss mal sagen, na, komm, dritter Versuch, der wird. Nice! Digga, der war richtig, also krank. So, für heute bin ich raus. Das hat mir schon gereicht. Du hast meinen Trick gemacht. Jetzt, Janni, jetzt musst du den schaffen nur. Ja, ich gebe mein Bestes. Sehr wild, Alter, heftig. Bangers! Ja! Auf jeden Fall, Freunde, würde ich jetzt mal sagen, war es das mit dem Video. Ey, die Sonne, die knallt richtig heftig. Ich muss gleich erstmal einen Schluck trinken. Besser ist das, Freunde, immer Wasser trinken beim Rollerfahren. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Abonniert meinen Kanal. Ciao, ciao.